Und willkommen zurück beim FS1 Livestream von der Bergstraße am Linzergassenfest. Ganz schön verwirrend, Linzergassenfest in der Bergstraße. Jedenfalls hier vor den heiligen Hallen von FS1 wieder auf unserer Couch in der Bergstraße zum Fest. Gleichzeitig auch zum Fest von FS1, 4 Jahre Geburtstag. Und wir nutzen die Gelegenheit, um Sendungsmacherinnen und Sendungsmacher von FS1 hier auf die Couch zu bitten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich selbst vorzustellen. Und jetzt habe ich zwei sehr besondere Gäste bei mir auf der Couch, nämlich zum einen den Philipp. Hallo. Hallo Philipp, schön, dass du dir Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist. Philipp ist eigentlich noch Schüler, aber auch gleichzeitig Chef seiner eigenen IT-Firma. Und daneben haben wir den Wolf. Wolf, guten Abend. Ja, guten Abend, servus. Danke, dass ich da bin. Wolf ist Professor an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg und dort im Leitungsteam des Medienkompetenzzentrums. Ist das soweit richtig? Ja, genau, so stimmt. Warum ich euch beide hier auf die Couch geschickt habe, ist, ihr seid beide in irgendeiner Art und Weise Sendungsmacher bei FS1. Und beide seid ihr irgendwo mit dem Schwerpunkt Jugend, Ausbildung und Schule zusammen. Philipp, was machst du denn bei FS1? Erklär mir ganz kurz, Switch On ist dein Format, was gibt's da zu sehen? Also Switch On ist ein Format, wo Jugendliche ihre eigene Sendung gestalten. Und diese Sendung wird eben einmal im Monat produziert und wir machen genau das, was den Jugendlichen in den Sinn kommt und was sie einfach freut. Wenn die Jugendlichen sagen, sie freut es nicht, dann macht man das auch nicht. Also, und das Ganze wird dann halt zu einer Art Magazinsendung zusammengefasst. Und ihr distribuiert es auf FS1, aber auch noch woanders? Wir machen gleichzeitig auch noch Radio und betreiben unsere kleine Website, aber eben unten einen YouTube-Channel, ja, Facebook-Channel und alles, was eigentlich in der heutigen medialen Welt so dazugehört. Richtig. Wolf, du bist auch Sendungsmacher der besonderen Art bei FS1. Was machst denn du so hier eigentlich? Ja, ich würde mich als Multiplikator bezeichnen. Ich bin eben auf der Pädagogischen Hochschule und ich unterrichte dort Mediendidaktik und bin hauptsächlich im Primarstufenbereich, also Volksschullehrerausbildung, unterwegs. Und wir haben ein Konzept, das nennt sich Fernsehen als Lernform, wo wir versuchen, mit Medien durch die Gestaltung von Beiträgen, durch die Gestaltung von Fernsehsendungen, Lernprozesse sichtbar zu machen, zu dokumentieren, um so die Ergebnissicherung von einem Lernprozess in irgendeiner Form festzuhalten. Und ich versuche, die Studierenden so weit zu sensibilisieren, dass sie das dann in Zukunft auch mit ihren Schülerinnen und Schülern in der Schule machen können. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Sprich mit so Leuten wie dem Philipp. Hast du dann keine Angst, dass der Philipp eigentlich den Lehrerinnen und Lehrern selber was beibringen wird? Nein, ich wäre froh drüber, weil wir haben vorher im Vorgespräch schon kurz gesprochen, Lehrerinnen und Lehrer sind die brauchen Ausbildung, die brauchen Hilfestellung. Das ist so die Technik, vor der braucht man keine Angst haben. Und wenn Schüler oder Schülerinnen die Technik besser im Griff haben, dann ist das nur von Vorteil. Wo die Lehrer eingreifen können, das ist bei der Begleitung von so einem Entwicklungsprozess. Und da ist eigentlich so diese, ich schaue von außen drauf, ich begleite sie. Da muss einfach die Lehrkompetenz beheimatet sein. Dass die uns schon lange überholt haben mit der Technik, das kann nur toll sein. Philipp gehört, er gibt es zu. Da die Frage an dich. Ich merke und sehe, mit welchem Eifer, mit welchem Spaß ihr und auch mit einer gewissen Professionalität ihr an eure Switch-On-Produktionen immer rangeht. Jetzt sitzt einer neben dir, der deinen Lehrern beibringen möchte, wie sie den Video und Fernsehen als Lehrform für Schülerinnen und Schüler wie dir einsetzen möchten. Was hältst du denn davon? Finde ich als erster Schritt eigentlich ganz gut, weil lernt man durch Filme und vielleicht auch selber mal machen sehr viel mehr, als wenn man nur blöd im Klassenraum sitzt und nur zuhört und Sachen abschreibt. Ich finde, da spielt Multimedia auch eine sehr große Rolle. Ja, vor allem, das unterstreicht genau das, was ich versuche, meinen Studenten und Studentinnen beizubringen. Es geht darum, dass man mit Medien, die man sowieso in der Hosentasche heutzutage hat, mit Smartphones, mit dem eigenen Laptop, dass man da jetzt eben auch Dinge machen kann, wo man sich vorher ein bisschen überlegt, okay, was kann ich denn damit dokumentieren? Was kann ich denn damit für eine Geschichte erzählen? Immer schön das Mikrofon. Ich bin fast nicht Schlaufe auch noch machen, oder wie heißt das? Medienkompetenztraining. Medienkompetenztraining. Also bitte immer Mikrofonschlaufe verwenden. Gell?
Ja, also genau darum geht es, eben mit Medien Geschichte erzählen. Das mache ich immer so, wenn ich mein Seminar anfange, ist, dass man mit Medien Geschichten erzählen kann. Mich würde es eh interessieren, was erzählt ihr für Geschichten? Wir erzählen Geschichten, wie man schlechten Humor versteht. Also Geschichten erzählen machen wir im Generellen eher nicht so, aber wir vermitteln auch manchmal Meinung, aber eher nicht so. Wir versuchen halt eher die Leute vorm Fernseher zu unterhalten. Vielleicht ist da auch manchmal eine kleine Hintergrundgeschichte dabei, aber... Ich meinte Geschichte nicht im klassischen Sinne, sondern ich meinte, ich erzähle eine Botschaft. Ich möchte irgendetwas für irgendwen anderen aufbereiten und erzählen. Und das ist Geschichten erzählen. Und wenn ihr einen Humor und einen Witz erzählt, oder ich bewege mich mit dem Mikrofon, passt das besser so? Ja. Also das meine ich mit Geschichten erzählen, dass man eben mit Medien unterschiedlichster Art etwas wem anderen erzählen kann, wie es uns so geht. Also, mir taugt es, dass ihr das einfach macht. Ja, meine Meinung dazu ist einfach, gerade wegen den Schulen auch, manchmal fehlen den Schulen auch einfach die Mittel. Weil ich habe das selber erlebt. An meiner Schule wir hatten früher ein mobiles Laptopwagen, wir hatten 25 MacBooks, sind alle schon, also kann man fast nicht mehr benutzen und es arbeiten auch fast keine Lehrer damit. Also. Das ist lustig, dass du das sagst, weil das ist meistens genau das gleiche Argument, das ich von Lehrerinnen und Lehrern höre, dass sie sagen, ja, ich würde ja gern irgendwas machen, aber wir haben ja keine Ausstattung, deswegen mache ich es gleich. Ich glaube, dass das ein bisschen eine Ausrede ist. Und zwar deswegen, weil wenn man heute in die Schultaschen hineinschaut, überhaupt in eurem Alter, wie viele deiner Klassenkameraden haben kein Smartphone? 4 Leute. Okay, das heißt aber, wenn ihr 5 Gruppen habt, dann habt ihr auf jeden Fall 5 Smartphones zur Verfügung, wo ihr irgendwelche Filme drehen könnt, oder? Das ist richtig. Eben, und genau da ist der Punkt. Bring your own device, das ist so eine Strömung, auf die ich wirklich aufgesprungen bin und wo ich mir denke, ja genau das haben wir in den letzten paar Jahren erlebt. Die Smartphones, die eigenen Computer und die Werkzeuge, mit denen man das bearbeiten kann, sind leistbar geworden. Jeder hat es in der Tasche und es muss nicht immer die Schule irgendwas zur Verfügung stellen. Und jetzt nämlich, wenn die Lehrer sagen, ich habe keine Ausstattung in der Schule, dann sage ich, das ist keine Ausrede. Macht's was und sagt, die sollen das mit den eigenen Sachen machen. Dann werden die schnell dann Schwanz einziehen, wie man so schön sagt. Da möchte ich an das Thema auch gleich noch anknüpfen. Und zwar, wir haben in der Klasse selbst ein Projekt gemacht. Das geht über Stop-Motion-Animationen. Und das haben wir alles mit unserem eigenen Zeug gemacht. Also jeder hat sich, es gibt ja schon haufenweise Apps für Stop-Motion-Animationen. Und das haben wir alles selber gestaltet, zusammengeschnitten. Und manche waren halt da ein bisschen professioneller, haben sich ihre eigene Kamera mitgenommen, einen eigenen Laptop und haben es dann am Laptop zusammengeschnitten. Aber wir hatten was wir noch haben, sind Computer, die wir in unserer Klasse rumstehen haben und mit denen konnten wir das auch zusammenschneiden. Das heißt, Philipp, was ich von dir so höre, grundsätzlich ist mehr die Funktionsweisen von Handys zur Medienproduktion einzubringen in der Schule schon eine gute Idee. Ja, eine gute Idee auf jeden Fall, aber die Frage ist dabei immer, ob man da nicht manche Schüler dann ausgrenzt, die dann kein Handy haben. Also bei uns in der Lehrerausbildung heißt es differenzierter Unterricht, dass man also auf die Gegebenheiten Rücksicht nimmt, wer ist da, wer hat welche Interessen, wer hat welche Ausstattung. Und im Rahmen des differenzierten Unterrichts mache ich es bei mir zum Beispiel so, die einen können sich eher um die Technik kümmern, die anderen machen eher Moderation, die dritten machen Recherche und die vierten machen irgendwie Schnitt von einem Beitrag. Und genau da wird nämlich so ein Projekt auch wirklich klasse, wenn man es in einer Gruppe erlebt, weil jeder spezialisiert sich auf seins und es gehört aber das Endprodukt nicht einem einzigen, der das gemacht hat, sondern es gehört der ganzen Gruppe und deswegen sind die Medien so ein verbindendes und verknüpfendes Medium. Stimmt's? Ja. Ich hätte gesagt, das ist sogar ein fast tolles Schlusswort, weil ich habe natürlich in der Vorbereitung der Moderation mir schon auch Schlusswörter überlegt. Und zum Schluss wollte ich eigentlich fragen, dass ich hier ja zwei Endpunkte gegenüber sitzen. Zum einen der Endpunkt Schüler, der das, was sich der Lehrer ausdenkt, irgendwo ertragen muss und umgekehrt. Und da wäre jetzt die Schlussfrage gewesen, Philipp, was wünschst du dir denn in Bezug auf Medien machen von deinen Lehrern? Dass sie sich einfach mehr ein bisschen damit auseinandersetzen, insgesamt auch, dass man vielleicht mehr Projekte so angeht und damit den Schülern einfach mehr Wissen vermittelt.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, man macht ein Projekt, dass man als Klasse ein YouTube-Video macht über den Zweiten Weltkrieg, oder? Dann muss man ja auch recherchieren und jede Menge Recherchearbeit machen und das Ganze dann auch überlegen, wie man das gut Wissen vermitteln kann. Und dann lernt, glaube ich, man viel, viel, viel für die spätere Welt auch. Das Wissen, das man sicher später braucht. Was möchtest du dem hinzufügen, Wolf? Also dem ist fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde ganz gerne diesen Satz, den du jetzt gesagt hast, bei meinem Seminar verwenden, weil genau das ist nämlich das, was ich meinen Studierenden beibringen möchte. Ich möchte dem noch hinzufügen, dass ich sehr, sehr froh bin, hier bei FS1 auch Partner sein zu dürfen, weil ohne diesen Distributionskanal, den wir hier zur Verfügung gestellt bekommen, ohne die Unterstützung, wäre das Ganze auch nicht möglich, weil Medienarbeit ist immer eine, die muss gehört werden, die muss gesehen werden, da muss drüber gelacht und drüber geschimpft werden, aber es gehört in die Gesellschaft dann auch von der Gesellschaft rezipiert, wie man so schön sagt, und dafür braucht es so Medien wie euch und deswegen, ja, das ist mein Beitrag. Man braucht Leute, die es brauchen und die wirklich die hier eine Informationsstaubsauger darstellen, und man braucht Kanäle, die das auch irgendwo diesen Druck dann weitergeben. Danke, dass es euch gibt, FS1. Ich freue mich, dass ich so glückliche Partner zum Gespräch auf meiner Couch gefunden habe. Ich finde es toll eigentlich, dass hier ein Schüler das Wort ergriff und einem Lehrer aus dem Herz gesprochen hat. Und das, denke ich, ist das Schlusswort für diese Session. Wir gehen kurz zurück auf unsere Livecam zum Fest von FS1 hier in der Bergstraße und melden uns in Kürze wieder mit neuen Gästen und neuen Themen.